Okay, da ist doch dann ein bisschen, ja, Stoff Welche drinne. Bank? Grand Imperial. Grenze North Park und Zentrum. Ja, war vor längerem mal da. Scheint nicht gut geschützt zu sein. Leichte Flucht. Kassierer, die sich wohl nicht wehren würden. Geht nicht allein. Mal sehen. Ich verkaufe keinen Teer für den Don, ohne dass wir beteiligt sind. Und ich weiß nicht. Ich will die Straße nie wiedersehen. Welche? Auf den Knien. Arme Tussi kriegt was ab, weil sie uns in die Quere kommt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Pech gehabt. So läuft es bei uns immer. Ich sag's dir, Tom. Es ist perfekt. Ich hätte dich nicht dazu geholt, wenn ich von der Sache nicht überzeugt wäre. Wir werden sehen. Bevor was passiert, will ich Fakten. Falls ich geschnappt werde, ist es mit Sarah aus. Also Unrecht hat er ja nicht. Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Du musst an deine Familie denken, vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mache ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß? Familienleben ist nichts für dich, Pauli. Nach einem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile eine Kugel. Mann, ich bin schon seit langer Zeit so weit. Wir sitzen hier rum seit 6 Monaten, spielen Karten, aber nur rum. Ich werde langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich habe die Scheiße schon 1000 Mal gehört und am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Hose. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen, keine Ahnung, dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ha, ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. In der Löwengrube. Einfach zum Entspannen abgeschlossen. Ja, aber das ist halt das, was der Don schon gesagt hat. Das wird Tommy irgendwie mal den Hals kosten, wenn man die ganze Zeit da mit Pauli irgendwie aus der Patsche hilft. Schwarzarbeit 1938. Keine Planänderung. Gut. Ich kümmere mich um die Leute, du um den Direktor. Mach, was nötig ist. Falls Drohnen nichts bringt. Er hat die Tresorraumschlüssel. Wie viel Zeit, wenn ein Kassierer Alarm schlägt? Vielleicht 5 Minuten, bis die Cops kommen. Was, wenn's schief geht? Ich alber nicht rum, Tom. Tauch nicht auf, wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alle runter auf den Boden! Auf den scheiß Boden! Ihr nicht, Mädels! Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann. Keine Bewegung, oder es knallt!
Okay. Direktor, bleibt alle auf dem Boden. Treppe. Ah, wie Treppe. Wohin Direktor, muss natürlich jetzt alles schnell gehen. Aber ob man auch so unbedingt jetzt in einem Mantel... Komm mit, zum Tresorraum. Ich mache, was Sie sagen. Gewalt ist nicht nötig. Ja. Fühlen Sie sich stark, weil Sie kleinere schlagen? Ich fühle mich reich. Und wenn der Kleine keine Dummheiten macht, passiert ihm auch nichts. Okay, ich weiß aber nicht, ob man jetzt unbedingt so in den Aufzug... Wie viele Wachmänner unten? Einer. Schussbereit? Ich weiß nicht. Sehe ich eine Waffe, schieße ich. Sag ihm, er soll's nicht tun. Liegt ganz an dir. Na, ich weiß nicht. Ich hätte mir vielleicht noch einen Aufzug... Also generell anderes Zeug angezogen, andere Klamotten angezogen, um halt nicht ganz so vielleicht den Verdacht auf die Mafia, auf Don Salieri und Co. irgendwie zu schieben oder zu ziehen. Der Direktor hier ist artig und kooperiert. Wir machen alle, was man uns sagt, oder Kumpel? Los, weiter! Damit kommen Sie nicht durch. Nicht Typen wie Sie. Scher dich um deine Probleme. Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände, wo ich sie sehe. Das gleiche gilt für den Wachmann. Folge dem Direktor weiterhin mit, oder immer noch mit der vorgehaltenen Waffe. Was hat der da gerade gemacht? Denk dran. Sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? Links müsste einer stehen, wahrscheinlich, wenn man der Katzin Glauben schenken darf. Hör mir ganz genau zu. Ich will, dass du deine... Auf ihn, Jungs! Schieß! Ja, gut. Er hätte einfach... nicht schießen dürfen. So. Wo ist er denn? Der Schlüssel ist auf dem Tisch. Niemand muss sterben. Ich muss nicht sterben. Nö, musst du auch nicht. Wenn du halt da artig sitzen bleibst, alles drum und dran, ist passiert dir auch nichts, mein Junge. Jesus, Maria und Josef. Auf zu heulen! Verdammt! Die Kopf sind da! Weg, los! Schnapp das Geld, wir hauen ab! So, okay. Also er hat das Geld. Oh! Hey. Ich bin hier! Komm doch her! Ach, da. Nein, als ob! Da kommen sie noch. Ich habe gewartet. Ich warte jetzt eigentlich nur auf den da. Anne, komm! Und wie der da hockt. So, perfekt. Dann kann ich mir nämlich hier nochmal das Dingens mitnehmen. Oh, zack, 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 zack. Shotgun einmal dagegen tauschen. Worauf warten wir noch? Ja, warte doch mal! Spann dich! Ich muss hier schießen und nicht du. Dementsprechend brauche ich ein bisschen Munition. Aber ich frage mich halt, wie die... Haben die einen stillen Alarm ausgelöst? Oder wie haben die jetzt nicht so schnell... na gut, hinten raus. Oder wie haben die halt, so schnell spitz gekriegt? Nicht hier lang. So nicht hier lang. Da ist noch ein Auto, wenn da. So, muss schnell gehen. Zack, bumm, rein. Los, fahr schon! Wohin? Scheißegal, aber häng sie ab! Hier muss irgendwo ein Nest sein! Ich hab ihn gestreift!
Natürlich wird hier irgendwo ein Nest sein. Oh. Ah, und einmal links. So, rechts. Und nächste Straße weg nochmal nach links. Wenn wir rechts. Rechts. Links. Rechts. Polly muss einfach nur das eine Cop-Auto ausschalten. Dann passt es eigentlich. Lade nach! Ja. Hier fahren wir einmal kurz mal geradeaus durch. Als ob er wirklich so schnell drehen konnte. Rechts. Geradeaus. Einmal über die Brücke. Ja, Brücke ist es ja eigentlich nicht. Na super. Als ob. Weg da. Das ist natürlich unlucky gewesen, als genau in dem Moment der eine von vorne kam. Die sind echt hartnäckig. Muss man mal lassen. Da fahren wir hier durch. Uiuiuiui. Hier rum. Geht er geradeaus? Nee. So, da können wir jetzt nochmal die Straßenbahn so ein bisschen als für Verwirrung nutzen. So. Ja, die sind echt hartnäckig. Taxi weg da. Und natürlich. Egal. So. Machen nochmal den gleichen Weg. Oh. Nein. Nun geh doch. Beziehungsweise Palo. Es kann doch nicht so schwer sein, die jetzt abzuhängen, Mann. Ah ja. Die haben sich da aufgeknödelt, also von daher passt es. Der Verdächtige ist in der Innenstadt untergetaucht. Wir finden ihn. Oh. Muss ich unbedingt irgendwie nach rechts oder so hat der gefahren. Gut, dass die da sich irgendwie zusammengeknödelt haben. So. Wie lang? So, die Sternchen fangen schon an zu blinken. Streifenpolizisten. Alle Mann, Suche ist beendet. Und jetzt zum Palermo Club. Sams Club? Ey, der ist gerade leer. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Okay. Ich weiß es nicht. Sam wird überhaupt nicht begeistert davon sein und der Don erst recht nicht. Und ich weiß nicht, warum Tommy unbedingt ja, loyal. Loyal, genau. Loyalität ist natürlich eine coole Sache, alles drum und dran. Zum Kumpel, Freund, wie auch immer. Aber bei sowas... Wir sind fast da, Tom. Fast geschafft. Es ist immer noch fast, Pauli. Wir haben es erst geschafft, wenn mein Herz sich wieder beruhigt hat. So. Lass mal die Cops ein bisschen fahren. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also. Pauli und Tommy werden 100%ig auf der Abschlussliste vom Don stehen.